Dass Kinder gerne essen, ist ja wohl klar. Doch auch selber kochen und dann auch noch gesund? Im Hotel Daimann in Spallenberg-Winkhausen durften insgesamt 20 Kinder den Profiköchen über die Schulter schauen und auch mal selbst aktiv werden. Also wir haben heute für die Kinder einen frischen Fisch gemacht, dass man einfach mal sieht, was eigentlich hinter so einem Fischstäbchen steckt. Und da gerade dieses Augenmerk auf frische Produkte, wo wir halt sehr viel Wert drauf legen. Und ich glaube, dass für die Kinder der Zukunft, für unsere Zukunft vor allem, dass schon mal je früher daran geführt werden, desto besser. Frische Zutaten und frische Zubereitung, das stand an diesem Tag im Vordergrund. Dass ein Fischstäbchen nicht zwingend die eckige Form haben muss oder die Tomatensuppe auch ohne Zusatz von Zucker lecker schmeckt, besonders die kleinen Kinder staunten da nicht schlecht. Ja, also wir wissen ja alle, glaube ich, dass Kinder sehr gerne süß essen. Und ich würde einfach mal behaupten, wenn man halt mit süßen Sachen anfängt zu kochen, nehmen wir mal als Beispiel heute die Tomatensuppe, man macht weniger Zucker rein und dafür ein paar Äpfel, dann glaube ich, hat das eine gesunde Grundlage. Und ich glaube, wenn man in die Richtung weiter für Kinder hinkochen würde und sollte, meiner Meinung nach ist das das Beste. Nach insgesamt 2 Stunden stand fest, gesund kann auch lecker sein. Also wir haben Fischstäbchen gemacht, nämlich aus eigenem Fisch. Und dann haben wir die zubereitet, wie man das auch in echt macht mit den Fischen. Und dann haben wir noch eine Tomatensuppe gemacht. Da haben wir alle Sachen Karotten reingetan, Zwiebeln und noch Tomaten. Und wenn ich zu Hause bin, versuche ich jetzt auch mal zu kochen. Die Kinder waren begeistert und bei der ein oder anderen Familie wird es wohl demnächst nicht nur freitags Fischstäbchen geben.